Freunde, wir verschwenden keine Zeit. Wir haben eine Mission. Jeder kennt sie. Let's go. Wir wollten uns aus Spaß duellieren. Wir dachten, okay, wir machen das auf locker nebenbei. Aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann musst du Ojamas draus machen. Und genau das werden wir heute tun. Das und nichts anderes. Okay? Es geht schon wieder los. Volkian, toxische Wolke. Volkian, Böe. Und eine verdeckte Karte. Wir verschwenden keine Zeit. Wir gehen da jetzt rein. Und zwar komplett. Keine Ausreden. Z-Metallpanzer. Wir greifen an. 1500. Und der wird zwar auch zerstört und wir kriegen auch 800 Schaden, aber das ist ein Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Das müssen wir in Kauf nehmen. Zwei Karten verdeckt. Und dann wollen wir mal sehen, was der Wolkenbube alles noch so imstande ist zu leisten. Freunde, das hier wird kein Duell. Wir werden diesen Typen auseinandernehmen. Und zwar mit allen Mitteln, die dieses Kartenspiel für uns bereithält. Mit allen Mitteln. Keine Ausreden. X-köpfige Kanone, die wir jetzt beschwören werden. Und wir aktivieren Schrei der Untoten. Wir holen Z-Metallpanzer erneut zurück. Und wir greifen mit ihm die toxische Wolke an. 1500 Schaden. Und ja, der wird zerstört und wir kriegen wieder 800 Schaden, aber 1800 direkt. Das ist kein Spaß. Das ist purer Ernst. Purer Ernst, okay? Jetzt wird der Boden mit dieser Wolke gewischt. Dieses Wolkenwasser wird benutzt, um den Boden zu wischen. Beschwör ruhig noch zum dritten Mal deine toxische Wolke. Ist okay. Erneut 800 Schaden. Mehr kriegst du auch nicht hin, Junge. Zu mehr bist du nicht imstande. Einfach toxische Wolken produzieren. Das ist alles, was im Kopf von diesen Menschen vor sich geht. 1600 direkt V-Tigerflieger. Boom. Und ihr dachtet jetzt, das war's? Ihr dachtet, das war's? Ihr dachtet, wir haben jetzt kurzen Prozess gemacht und das war's? Nein, nein. Das war nicht mal das Aufwärmen. Das kommt jetzt. Okay, das kommt jetzt. Ich bin ready. Ich bin ready, okay. Zeig mal, was du zu bieten hast, Wolkenjunge. Ich bin gespannt. Ich bin mehr als gespannt. Wolke beschwören. Dann beschwör mal eine Wolke. Eine Schleierwolke. Mehr kommt da nicht. Okay. Okay. Okay, dann ist das so. Dann rufen wir mal unsere x-köpfige Kanone. Und dann greifen wir mal das verdeckte Ding da an. Und es ist Geisternebel. Gut. Da wurden wir markiert. Mit vier Zählern. Tribute Summon. Tribute Summon. Regenwolkenmann. Er bekommt für jede Nebelzählmarke ein paar Angriffspünktchen. Aber das ist ja nichts, was uns in Angst und Schrecken versetzt. Wir spielen einfach unser W-Flügelkatapult verdeckt. Und dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen. Battlephase. Ha! Kommst nicht drüber, ha? Kommst nicht drüber, ha? Ja. Okay. Kann er natürlich mit der Schleierwolke, den Punkt müssen wir ihm geben, zerstören.
Aber wir haben ja noch ein zweites. So ist es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir die Lichtschwerter an diesem Punkt schon brauchen. Ich würde mir die tatsächlich erstmal noch aufbewahren. Weil aktuell mit diesem Board kommt er eh nicht drüber. Ja. Das dachte ich mir nämlich. Das dachte ich mir nämlich. Tribute Summon. Okay. Okay. Auge des Taifuns. Als hätten wir das nicht schon tausendmal gesehen. Minion. Ich war schon darauf vorbereitet, da wusstest du nicht mal, wie man das Wort vorbereitet überhaupt buchstabiert. Merk dir das. Schreib dir das hinter die wolkigen Löffel. So. Die Lichtschwerter. Einer der ältesten Tricks im Buch, aber dennoch effektiv. Wir beenden unseren Zug und dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen, was für Wolken du noch beschwören willst. Ja, ja, leg deine Zähler drauf. Alles gut, Monster verdeckt. Monster verdeckt, mehr kommt da nicht. Mehr kommt da nicht, okay. Okay, erster Zug vorbei. Wir ziehen. Grüner Ojama. Ich würde mal sagen, da können wir auch direkt einen von verdeckt spielen. Und dann wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen, was sich da so verbirgt. Verdeckt. Mal gucken. Schäfchenwolke. Oh, wer hätte es gedacht? Zwei weitere Spielmarken. Beschwört dasselbe zweimal in Grau. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ja, verteil deine Zählmarken. Alles gut. Alles gut, Bruderherz. Alles gut, wir haben alles unter Kontrolle. Ja, mach das. Mach das. Endphase. Und wir ziehen V-Tigerflieger, meine Damen und Herren. Und das läutet das Ende. Das absolute Ende unseres Wolkenheinis ein. Denn das bedeutet Kontaktfusion. Mit V-Tigerflieger und W-Flügelkatapult zu VW-Tigerkatapult. Natürlich, wie sich das von selbst versteht, im Angriffsmodus. Und das wiederum erlaubt es uns, eine Karte abzuwerfen. Natürlich Ojamagi. Und das wiederum erlaubt es uns, ein Monster in den Verteidigungsmodus zu switchen. Natürlich das Auge des Taifuns. Und natürlich zerstört es sich selbst durch seinen Effekt. Und natürlich gibt uns Ojamagi noch den grünen, den gelben und den schwarzen Ojama vom Deck auf die Hand. Und dann gehen wir in die Battle-Phase und greifen an, was es anzugreifen gibt. So und nicht anders. Was machst du jetzt mit deinem Auge, hä? Bisschen zu viel Auge gemacht, Bro. Bisschen zu viel Auge gemacht. Okay, okay. Leg deine Zähler auf meine Monster. Was willst du machen? Willst du sie wieder zerstören? Oh. Wolke an Geisternübel. Das ist nichts, wovon sich der gute Chaz einschüchtern lässt, meine Damen und Herren. Der grüne Ojama liegt bereits auf dem Feld. Wir sollten ihm einen weiteren Ojama zur Seite stellen, der ihm Gesellschaft leistet. Ich finde, wir könnten auch den Effekt von V wie Tigerkatapult aktivieren. Lass uns mal einen grünen abwerfen und lass uns den hier mal in den Angriffsmodus switchen. Schäfchenwolke. So, so. So, so. Wollen wir noch ein paar Spielmarken beschwören? Wollen wir noch ein paar Spielmarken beschwören? Ist das der Plan? Ist das der Plan? Ja, da bin ich doch mal gespannt. Da bin ich doch mal gespannt. Auf den Plan. Battle-Phase. In den Geisternebel rein. Kein Schaden, ist okay. Ist okay. Kann man mit leben. VW Tigerkatapult. Schäfchenwolkins Reich der Schatten.
katapultiert. Zwei Spielmarken. Ist okay, Bro. Ist okay. Hol dein Auge. Mach wieder Auge. Ist das Einzige, was du kannst? Löcher in die Wolken schauen und Auge machen? Mach doch, Bro. Mach doch. Denkst du, ich habe Angst? Denkst du, ich habe Angst vor einem Auge? Das habe ich schon bei Super Mario 64 besiegt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Die über dem Auge liegt. Höhenwolke. Jetzt wirft er wieder 7 Millionen Karten von meiner Hand ab. Als wäre das absolut keine Broken Mechanic. Aber okay. Werf meine gesamte Hand ab. Werf meine gesamte Hand ab, Bro. Mach das. Mach das. Ich bin trotzdem krasser. Das ist halt eine geisteskranke Karte, ne? Also das ist absolut lächerlich, dass die keinen Once per Turn hat. Also da kann ich mir auch vorstellen, das wird irgendwann safe für irgendwas Dummes genutzt werden. Digga, einfach Delinquent Quartett, wenn ich das mal nebenbei erwähnen darf. Aber okay, Bro. Alles gut. Alles gut, wir haben alles im Griff. Alles im Griff. Mach dir keinen Stress, Bro. Es ist alles in Ordnung. Duro! Regensturm, was ist das denn? Wieder ein Wolkenmann oder so. Was? Reduziere die um 1000 oder 2000. Zerstöre eine Zauber oder Falle, die dein Gegner kontrolliert. Ja, mach das doch! Ja, mach das doch! Guck mal. Ist schön, dass du noch Kapital schlagen konntest aus den Angriffspunkten von deinem Wolkending da. Aber jetzt der Spaß auch vorbei, deshalb switchen wir den mal in Death. Boom. So, und jetzt die da. Das ist sowieso nur Dekoration. Und jetzt will ich mal sehen. Jetzt will ich mal sehen, was du mit einem Top-Deck als nächstes machst. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Bruderherz. Komm, zeig her. Komm. Gib mir deine Wolkendinger. Komm. Gib her, komm. Mach. Mach. Ja. Ja, 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 ja. Da greift er den gelben Ojama an. Hör mal zu, das Spielchen hatten wir gerade eben schon. Naturkatastrophe. Ja, gut. Elegante Wohltäterin. Komm, gib mir Ojama-Magie. Ah, let's go. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht schon alle Schwarzen weg haben. Ja, schade. Ja, den muss ich ja nochmal aktivieren. Ich würde sagen, MST und schwarzer Ojama weg. Es ist eigentlich egal, weil die Karte werfe ich jetzt auch ab, um den in Death zu drehen. Aber theoretisch wäre es halt eine Option, sagen wir es mal so. Aber natürlich machen wir es auf die Chaz Princeton Tour. Wir werfen Y-Drachenkopf ab. Bye, bye. So wie Tau aus Dragon Ball Classic. 1, 5, 2000. Dann mach doch mal mit deinem nächsten Top-Deck. Zieh deine letzte jämmerliche Karte, Adrian, damit ich endlich Schluss machen kann. Und dein Deck enthält jämmerliche Karten. Das wissen wir alle. Wolke beschwören. Dann beschwör eine Wolke, Bro. Beschwör doch eine Wolke. Mehr als das bringt er natürlich auch nicht zustande. Aber das ist natürlich kein Problem für unser VW-Tiger-Katapult. Z-Metallpanzer abwerfen. In Verteidigung. Das war's. Weil er nämlich so schwach ist, dass er in Verteidigung nicht mehr existieren kann. Z-Metallpanzer greift direkt an. Und VW-Tiger-Katapult. Ah, fühlt sich das gut an. Let's go! Easy, 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 meine Damen und Herren. Zweimal weggeklatscht. Zweimal weggeklatscht. Ohne in die Bredouille zu kommen. Und jetzt sind wir aufgewärmt. Jetzt, alle guten Dinge sind drei. Geflügeltes Beil. Nur wenige widerstehen den... Ah, da war es schnell vorbei. Okay. Dann spielen wir mal als Zweiter.
Und wollen wir mal sehen, was uns unsere Hand so hergibt. MST oder Magie? Gelb. Ist okay. Ist okay. Toxische Wolke. Noch nie gesehen, die Karte. Zug ändern. Ho, 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 ho. Elegante Wohltäterin. Duro, duro, duro. So. Ojamagi weg. Grüner Ojama weg. Search. Tres Ojamos. Grüner, gelber und schwarzer Ojama. Und wisst ihr was? Ich finde, wir haben noch ein paar Karten zum Abwerfen hier. Deshalb elegante Wohltäterin. Oh, das sieht fabelhaft aus. Ich würde sagen, wir werfen den gelben Bre und den grünen Bre ab. Dann haben wir alle jetzt nochmal auf der Hand. Und ich bezweifle zwar, dass wir damit wirklich was Gutes kriegen, aber verzaubernde Umkleidekabine. Vielleicht haben wir noch einen Ojama unter den obersten vier Karten. Z-Metallpanzer. Gelber Ojama. V-Tigerflieger. Polymerisation. Okay. Na gut. Dann würde ich mal sagen, beschwören wir den gelben Kollegen. Und dann aktivieren wir, weil wir es können, unsere Lichtschwerter und beschwören, provokant wie wir sind, den schwarzen Ojama im Angriffsmodus. Spielen Kärtchen verdeckt und auch noch ein zweites. Und dann mach doch mal. Dann mach doch mal. Ich bin gespannt. Monster verdeckt. Ha, okay, ja. Da weiß er nicht. Da weiß er nicht. Kann ich nachvollziehen. Alles cool. Alles cool. Alles gut, Minion. Weißt du was? Ich lass ihn erstmal spielen. Ich lass ihn erstmal ein bisschen spielen. Soll er erstmal machen. Soll er erstmal seine ganze Hand ausspielen am besten. Wenn der hier einschlägt, ist nämlich vorbei. Dann ist mehr als vorbei. Ja! Ja, perfekt! Opfer deine beiden Monster für Regenwolkenmann? Zwei Tribute. Okay. Ja, gut. Der kriegt jetzt ein paar Angriffspunkte. Meinetwegen. Ich dachte, jetzt kommt das Auge. Volkian Böe. Komm, spiel noch was verdeckt. Ah, okay. Na gut. Boah, Alex. Okay. Ja, ich muss sagen, ja, das Ding würde Volkian Spielmarken produzieren. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Deshalb flippen wir mal jetzt noch den grünen Ojama. Und dann aktivieren wir Ojama Delta Hurricane. Let's go! Alle Karten vom Gegner zerstören mit der Macht der drei Ojama. Schwarz, gelb, grün. Und wir haben noch unsere Normalbeschwörung für Y. Drachenkopf. Im Angriffsmodus. Versteht sich von selbst. Und wir greifen natürlich direkt an. 1-5. Er kann theoretisch. Ja, komm. Er greift auch noch an. Hier. Einfach so. Einfach, weil wir es können. Dann mach mal. Mach mal, Mr. Adrian. Was für eine Wolke packst du jetzt aus, hä? Okay, Karte verdeckt. Endphase. Wie sich das gehört. Y-Drachenkopf nochmal. Ich würde sagen, wir beschwören Z-Metallpanzer. Der kann auf jeden Fall in Verteidigung. Und dann, also wenn er Spiegelkraft hat, dann ist das wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Deshalb, wir greifen an mit Z-Metallpanzer. Natürlich geht das durch wie Butter. Y-Drachenkopf greift auch noch an.
Und in der Main Phase 2 natürlich benutzen wir Z-Metallpanzers Effekt, um ihn an Y-Drachenkopf auszurüsten. Natürlich nicht in die Imperm-Zone. Und dann würde ich sagen, mach mal. Mach mal. Machen Sie mal, der Herr. Dann wollen wir mal sehen. Endphase, okay. Da scheint nicht viel zu kommen. Da scheint nicht viel zu kommen. Kann ich natürlich nachvollziehen. Ich würde mal sagen, Z-Metallpanzer beschwört sich erneut im Angriffsmodus. Und wir greifen nochmal an mit 1,5. Und nochmal 1,5. Dann ist der Kollege bei 500 Lebenspunkten. Und dann beenden wir unseren Zug. Sturmdrache, okay. Er kriegt eine Zählmarke. Ja, jetzt kommt wieder dieser Regenwolkenmann. Der hat dann 2000, fair enough. Wen greift er an? Y-Drachenkopf. Okay. Ich hab Angst. Z-Metallpanzer. Ja, gut. Ich hätte halt lieber nochmal. Also, ich hätte lieber die x-köpfige Kanone natürlich gezogen. Aber dann machen wir es halt so. Was soll ich noch? Ich kann ja. Na, ich kann das, aber. Ja. Da kommt er erstmal nicht drüber. Da kommt der Kollege erstmal nicht drüber. Schleierwolke. Kriegt einen Zähler. Ne, er kriegt zwei, weil er zwei kontrolliert. Dann legt er zwei weg und will den zerstören. Ist okay. Er kann Double Kill. Seiner stirbt ja nicht. Okay. Ja. Ich krieg aber auch einfach kein X. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Okay. Also nur fürs Protokoll. Ich könnte jetzt einfach Z-Metallpanzer beschwören, seine Schleierwolke angreifen und ich hätte gewonnen. Ja, nur dass wir das jetzt schon mal festhalten. Für die Buchhaltung. Fürs Protokoll. Okay? Falls jemand fragen sollte. Aber das ist natürlich nicht der Plan. Säurewolke. Targetet das? Das targetet nicht. Das ist echt. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Doch, das targetet. Dann chainen wir mal den MST auf die verdeckte Karte, die da schon seit 7 Jahrhunderten liegt. Und das ist Diamantstaubzyklon. Okay. Er kann ein Ojama zerstören. Schwarzer Ojama. Genau der, den er zerstört hat, nochmal. Dann rufen wir Z-Metallpanzer. Schrei der Untoten. Y-Drachenkopf.
Z-Metallpanzer auf Y-Drachenkopf. Die können ja alle nicht durch Kampf zerstört werden. Natürlich könnte ich jetzt angreifen und hätte gewonnen. Aber natürlich ist das nicht der Plan. Sollte, denke ich, klar sein. Er wird Nojama angreifen und das war's. Er greift nicht mal an. Okay. V-Tigerflieger. Jetzt wird's wirklich interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Ja, mach mal so. Mach mal so. Dann zeig mal her. Was kannst du noch machen? Liefer uns ein Duell. Er überlegt sehr lange, um eine Karte verdeckt zu spielen. Komm, greif das neue verdeckte Monster an. Ja. Oh, x-köpfige Kanone. Zerstöre zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Y-Drachenkopf und... Lol. Okay. Na gut. Ich würde mal sagen, wir... Ja, es gibt jetzt mehrere Sachen, die wir machen können. Ich muss mal kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen, was das Sinnvollste wäre. Ich würde sagen, wir flippen auf jeden Fall... Oh nein, wir haben ein Problem. Oh nein. Ich wollte mein eigenes Monster killen. Damit ich Platz habe. Ja, es geht trotzdem, aber... Ja. Naja. Ja, dann machen wir es so. Gelber Ojama. Greift seine Säurewolke an. Ich würde mal sagen, das verdeckte Monster können wir schon auch noch angreifen. Toxische Wolke, dann wird das Ding auch noch zerstört. Gut, dann ist das so. Main Phase 2. Jetzt flippen wir V-Tigerflieger. Und rufen natürlich W-Flügelkatapult. Und natürlich gibt es nur ein Monster, auf das wir jetzt gehen. Und zwar VW Tigerkatapult. Und jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich würde sagen, so viel brauchen wir erstmal da gar nicht zu zerstören. Also, ich muss mal kurz schauen, was haben wir im Friedhof? Y und Z sind beide schon... zweimal raus. Schwarzer Ojama? Eins. Da ist nur einer weg. Okay. VW Tigerkatapult. Werfen wir mal den schwarzen Ojama ab. Switchen die Schleierwolke in Death. Die zerstört sich dann logischerweise. Das hier kann Zauber und Fallen zerstören. Der kriegt ein paar... Angriffspunkte pro Zählmarke ist aber irrelevant, weil so viele wird er in einem Zug nicht generieren können. Deshalb beenden wir hier mal unseren Zug. Standby, Main. Topf der Trägheit. Okay, den habe ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich wirklich nicht kommen sehen. Toxische Wolke wird nervig. Zieht zwei Karten. Oh. Er greift den Ojama an. Okay. V-Tigerflieger. Brauchen wir natürlich nicht nochmal, deshalb ist ja ganz klar, was wir hier abwerfen. Um den in Death zu drehen. Und natürlich sofort zu zerstören. Dann würde ich sagen, beschwören wir noch unsere x-köpfige Kanone.
und beenden unseren Zug. So. Was kriegen wir denn noch beschworen? Eine Wolke. Was für eine Wolke? Eine Schleierwolke. Die kriegt aber nur, wenn die normal beschworen wird, Counter. Und ein Monster verdeckt? Na gut. Und was ziehen wir? X-köpfige Kanone. Ist jetzt auch relativ egal, meine Damen und Herren, denn wir rufen Z-Metallpanzer. Und wir aktivieren vorzeitige Beerdigung. Wir zahlen 800 Lebenspunkte und holen uns Y-Drachenkopf zurück. Und ihr wisst ganz genau, was das jetzt bedeutet. Denn als nächstes gibt es eine Kontaktfusion mit X-köpfige Kanone, Y-Drachenkopf und Z-Metallpanzer zu XYZ-Drachenkanone. Let's go! Aber, meine Damen und Herren, das war natürlich noch nicht alles, denn als nächstes fusionieren wir VW Tigerkatapult und XYZ Drachenkanone zu VW XYZ Drachenkatapultkanone im Angriffsmodus. Und jetzt ist der Moment gekommen. Absolute, ultimative Zerstörerisierung. Greif Wolke an, Schleierwolke an. Was macht er? Nein. Let's go. Das, meine Damen und Herren, war doch mal ein schönes Duell. Cleanes 3:0 mit gar kein Reden. Und von Mal zu Mal wurde der Sieg epischer. Ich denke, damit ist die Diskussion ganz klar beendet, wer der krasseste, reiche Pinkel im Yu-Gi-Oh! GX-Universum ist. Natürlich ist es der Mann mit den 1000 Decks. Der Mann, der auch ohne das Geld seiner Familie krass ist. Der Mann, der aus allen Karten, die ihm gegeben werden, das Beste macht. Natürlich ist es der gute Chaz. Und natürlich haben wir hiermit seine Ehre maximal wiederhergestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, meine Damen und Herren, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.